Ich habe keine 50.000 Euro bar. In meinem Gucci-Handtäschchen und ich bin auch kein Engel, ja. Meine Mutter benutzt immer das gerne das Wort merkwürdig. Ja, aber das Einzige, was merkwürdig ist, ist diese Gesellschaft hier. Ja, zum Beispiel meine Familie, dass ich mit 28 Jahren komplett alleine bin, bis auf ein paar wenige echte Freunde, bin ich alleine und habe dieses Jahr den Ernst des Lebens richtig kennengelernt. Ja, wie ihr wisst, habe ich gesundheitliche Beschwerden und es ist einfach so, dass die Ärzte sich hier komplett, Hausärzte so dich mal im Stich lassen und im Alice-Hospital, im Belegkrankenhaus wurde mir auch dann nicht weitergeholfen. Ich soll jetzt in ein Diagnostikzentrum gehen. Ich habe immer noch hier die scheiß Schmerzen. Ja, und da steht wohl demnächst mal wieder ein längerer Krankenhausaufenthalt an. Und die wahren Freunde, ne, die gesagt haben, ja, wir helfen dir, ja und ja, die haben sowieso alle keinen Respekt vor mir gehabt. Ja, das sind keine Freunde, das sind einfach nur Schlangen, die mir in den Rücken fallen. Ja. Und ich will meine Ruhe haben, ich will Harmonie und Frieden und Liebe, aber wenn mich jemand in die Ecke drängt, ja, dann werde ich mich auch zur Wehr setzen, sprich verteidigen. Und es ist mir scheißegal, wer das ist, wenn ich mich persönlich in die Ecke gedrängt fühle, dann werden auch Konsequenzen folgen, okay? Und viele lustige Videos so gedreht, um mich mal ein bisschen abzulenken. Aber was hier abläuft teilweise, ist jetzt eine Prüfung. Es ist jetzt schön, interessant und ich muss jetzt sagen, ja, ich bin jetzt dankbar dafür, für diese Aufgabe. Ich darf das jetzt machen, ich darf jetzt kämpfen und ich habe den Kampf angenommen und ich werde nicht aufgeben. Und ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, wo ich mich wirklich wohlfühle mit, die ich auch liebe über alles, vom ganzen Herzen. Und mit der ich auch die Zukunft gestalten möchte. Und ich habe auch meinen Plan jetzt, wie es beruflich weitergehen soll. Aber erst einmal muss gesundheitlich geregelt werden. Dann gibt es natürlich auch noch die Sache, dass ich einen Hund habe und der Hund mir auch extrem am Herzen liegt, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Ich aber den Hund nicht mit ins Krankenhaus nehmen kann. Und ich weiß, dass wenn es kälter wird, jetzt, dass ich Probleme bekomme. Hier mit dem Bronchien, der Luftröhre, die ganze Zeit Schmerzen, zieht runter bis in die Flanken. Ja? Und darüber hinaus irgendeine Scheiße die ganze Zeit. Kopfschmerzen, Schwindel gehabt. Gleichgewichtsprobleme, Schwächegefühle, Fieber ab und zu, Kleinigkeiten, die mir vorher gar nichts ausgemacht haben, die ficken mich jetzt richtig. Da stimmt irgendwas nicht, die Ärzte finden nichts, also die Ärzte hier, deswegen muss ich ins Spezialkrankenhaus. Und natürlich muss man kämpfen, ist nicht ganz so einfach, aber es muss gemacht werden, weil ich ja auch meine Zukunft positiv gestalten möchte mit Beziehung, mit Arbeit, mit Hund. Ja. Aber trotzdem, meine Freunde, für die Zeit, wo ich mal wieder stationär bin, suche ich jemand, der vorübergehend meinen Hund nehmen kann. Meine Nachbarin hat mir auch schon angeboten, sie könne den Hund nehmen. Nicht nehmen, aber könnt nachschauen. Das ist total lieb gemeint und alles. Aber im Endeffekt, der Hund braucht ja auch nachts jemand bei sich und so weiter. Das funktioniert ja auch nicht. Der braucht jemanden, wo sich wirklich um den kümmert. Und da ist jetzt der Aufruf an euch, meine Sportsfreunde. Wer von euch kann mein Hund, die Tequila, nehmen, wenn ich demnächst im September mal wieder für 1-2 Wochen im Krankenhaus bin? Wer kann das übernehmen? Wer würde sich bereit erklären, mir da zu helfen? Damit Blauzi wieder gesund wird und auch seine Ziele verwirklichen kann. Nicht nur mit diesem Kanal, sondern auch mit meinem Leben. Ey, ich will ein Reisegewerbe aufmachen und Essen und Trinken verkaufen in der Stadt. Ja.
Das würde ich gerne machen. Oder eine Firma aufmachen, Gebäude, Sanierung, Raumausstattung und Gebäudesanierung, Renovierungen, sowas. Hab ja auch schon sowas gemacht, hab ja Maler gelernt, hab dann herausgefunden, dass ich so relativ gut da viel Talent entwickelt habe. So, Leute haben mich gelobt, was ich da gemacht habe, teilweise bei denen in der Wohnung und so. Eingefärbte Putze, Mosaike, Tapezieren, so ein bisschen kreativ, ja, mit abgespaceden Farben, Mustern, nichts von der Stange, Mosaik-Style-mäßig, Fliesen so, Fensterrahmen gemacht, an die Wand was gemacht, mittendrin Putz, dann links, rechts Tapete, sowas hätte ich Bock zu machen. Mir erstmal einen Namen zu machen, aber dafür muss ich erstmal richtig gesund werden. Und dieses Reisegewerbe kostet 300 Euro, das ist jetzt nicht die Hürde. Scheiß auf 300 Euro, aber ich brauche einen Wagen und ich brauche ein bisschen Grundkapital, damit ich erstmal die ersten Einkäufe tätigen kann. Also sind wir da auch ungefähr bei, das bräuchte ich erstmal so 1500 Euro. Ne? Und 1500 Euro habe ich jetzt auch im Moment nicht. Darauf werde ich hinsparen die nächsten Wochen und Monate, wenn ich dann auch wieder richtig gesund bin, meine volle Konzentration auf das Berufliche setzen, weil ich will jetzt, hab viel Fehler gemacht, viel Dreck gefressen die letzten Jahre, aber habe jetzt den Durchblick, die Kraft, den Wille, etwas definitiv zu verändern. Mit der neuen Partnerin, mit meinen Abonnentenfreunden, mit der Liebe in mir, der Liebe. Und mit den neuen Gedanken auch, ja, den neuen Einflüssen möchte ich was verändern. Und mein Hündchen, die Tequila, gehört dazu. Nur ich kann es halt nicht ins Krankenhaus nehmen. Deswegen, wer von euch könnte mein Hündchen für 2 Wochen nehmen? Ich sag's euch, wenn es losgeht. Damit ich auch wieder mein Leben in geordnete Bahnen bekommen. Ich meine, ich bin ja vernünftiger geworden im Vergleich zu früher. Ich habe kein Fettnäpfchen ausgesetzt. Nur hätte mir halt immer mal die Unterstützung von meiner Familie gewünscht. Habe resigniert, habe sehr viele Dummheiten gemacht, sehr viele Fehler begangen, habe selber nicht an mich geglaubt teilweise und möchte das jetzt alles besser machen. Ja, ich möchte jetzt eine vernünftige Partnerschaft längerfristig aufbauen, arbeiten, gesund werden, mit meinem Hund auch, wenn es klappt alles. Und das muss ja Step by Step gemacht werden. Und ich gab Zeiten, wo ich relativ durcheinander war, wo ich nicht wusste, was soll ich jetzt machen, gesundheitlich. Dann will ich natürlich auch beruflich vorankommen. Dann gab es Probleme, wo kommt der Hund hin? Die Pension, die Hundepension waren voll. Dann hatte ich mit meiner Ex-Freundin das Gefühl, dass es nicht mehr funktioniert. Das war jetzt auch schon jetzt, wie lange? 5, 6 Wochen her, 6 Wochen. Jetzt habe ich seit etwa einem Monat eine neue Partnerin. Und wo die Liebe hinfällt, wo die Gefühle sind. Ja. Und meine Freunde, das war Real Talk jetzt. Ich hoffe, ihr macht keine Scheiße, verballert euer Geld nicht im Wettbüro, nehmt keine Drogen. Spielt keine Spielchen, folgt eurem Herz und diesem YouTube-Kanal. Es wird immer besser. Und ich wünsche euch alles Gute. Unterstützt mich auf meinem Weg. Seht, was hier die nächste Woche passiert. Mit Arbeit, mit Gesundheit, mit Beziehung, mit Doggy, meine Freunde. Und Plauze ist jetzt langsam wieder ein bisschen am Trainieren. Ich komme wieder in meine Mode, ja, meine Beast-Mode. Ich habe 90 Kilo. Und wer Bock hat, mal ein Video von mir zu sehen im Fitnessstudio am Boxsack, wie ich boxe, der drückt die Daumen hoch hier bei diesem Video. Bis dahin, es werden auch wieder Fitnessvideos folgen. Es werden auch wieder Rap-Videos folgen beim MC Suma, aka Atman, mit Gangster Jens. Und Darmstadt hat Platz für alle. Es ist nicht meine Stadt, es ist nicht deine Stadt, es ist nicht unsere Stadt, es ist die Stadt von allen Bürgern. Das ist hier sehr multikulturell, deswegen gefällt es mir auch hier sehr. Und bis dahin, meine Freunde, das sind jetzt 10 Minuten im Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen aus Plauzi, sein Seelenleben. Ein bisschen was auch mit auf den Weg geben. Bis dahin einschalten, abonnieren, analysieren bei TV Plauze.